Willkommen zurück zu Düsseldorf aktuell, liebe Zuschauer. Wahrheiten einer Sommernacht ist ein Charity-Filmprojekt hier aus Düsseldorf. Und Christian Klever hat das Ganze angestoßen und Judith Lefeber mitgebracht. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Herr Klever, Wahrheiten einer Sommernacht, was ist das? Wahrheiten einer Sommernacht ist der Versuch, in einem Spielfilm das Thema AIDS in den Vordergrund zu rücken. Das aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern das Ganze verpackt in eine spannende Handlung eines Psychothrillers. Und jetzt gibt es ja was ganz Besonderes an diesem Film. Nicht nur, dass Judith aus der ersten Staffel Deutschland sucht den Superstar bekannt aktiv mitwirkt, sowohl gesanglich als auch schauspielerisch, sondern im Prinzip hat jeder die Möglichkeit mitzumachen, denn sie versteigern Rollen in diesem Film. Richtig, ganz genau. Wir haben uns überlegt, für den guten Zweck, dass wir das Projekt zu einem Drittel mit professionellen Schauspielern besetzen und zu zwei Dritteln, sprich neun Rollen, über das Auktionshaus eBay versteigern. Und da hat jeder die Möglichkeit, sich entsprechend in das Filmprojekt einzukaufen und dann zusammen mit Judith und unseren anderen Stars vor der Kamera zu stehen und dieses Spielfilmprojekt zu realisieren. Wie war es für Sie, als Sie angesprochen wurden, gesagt haben, würdest du gerne an so einem Charity-Projekt dann auch teilnehmen? War das direkt ein, klar, mache ich auf jeden Fall mit? Auf jeden Fall. Also Charity ist vor allen Dingen immer ein angesagtes Thema und da sollte auch jeder mithelfen und was für tun. Und ich habe so Schauspielunterricht noch nie so gehabt. Für mich ist es auch neu, da ich Sänger bin. Ich stand zwar bei AIDA auf der Bühne als AIDA, hatte ein bisschen Schauspielunterricht bekommen, aber so richtig vor der Kamera zu stehen, das ist für mich da auch das allererste Mal. Wie wichtig ist das für so ein Projekt, dann auch so bekannte Gesichter wie Judith Lefeber beispielsweise gewinnen zu können? Es ist extrem wichtig, um einfach die Öffentlichkeit auf unser Projekt aufmerksam zu machen. Wie gesagt, es ist ein reines Charity-Projekt. Jeder, der sich in diesem Projekt engagiert, macht das vollkommen kostenlos. Niemand verdient an dieser ganzen Geschichte Geld. Um einfach die Aufmerksamkeit auf das Projekt zu lenken, ist es unerlässlich, solche Stars wie Judith oder Bernie Blanks, einen unserer anderen Stars, einfach mit am Start zu haben. Muss man sagen, Bernie Blanks, der auch bekannt als Rusty beispielsweise aus dem Starlight Express, mit ihm auch schon mal anderweitig irgendwie auf der Bühne zusammengestanden oder zu tun gehabt, dienstlich oder jetzt das erste Mal? Nein, nein, also wir sind schon Kollegen und wir kennen uns und wir lieben uns und wir waren letztes Jahr auf der Musical Hautner-Tournee quer durch Deutschland und hatten dort auch eine Menge Spaß und ich bewundere ihn sehr und er macht einen tollen Job und ich hoffe, dass er das gleiche auch von mir denkt. Und Sie werden auch sicherlich einen tollen Job machen bei dem Film und wir werden uns jetzt mal einen kurzen kleinen Ausschnitt aus einem Trailer zu Wahrheiten einer Sommernacht anschauen. Es bestand höchste Gefahr für Leib und Leben. Wir leiteten sofort eine Fahndung ein. Und ich machte mich auf die Suche nach Danny und seinen Freunden. Was von da ab in dieser einen Nacht passierte, sprengt im Rahmen meiner Vorstellungskraft. Das ist also ein kurzer Ausschnitt aus dem Trailer zum Film. Herr Klever, jetzt kann man eine Rolle ersteigern, aber man ersteigert ja nicht nur die Rolle. Da ist ja noch viel mehr bei. Was kriegt man denn für Richtig, sein Geld? Damit wirklich jeder die Möglichkeit hat, mitzusteigern, haben wir ein Gesamtpaket geschnürt, inklusive Schauspieltraining an der Arturo Schauspielschule in Köln. Training. Wir machen ein professionelles Fotoshooting mit den Darstellern. Die Darsteller bekommen ein Demo-Reel, mit dem sie sich bei weiteren Agenturen bewerben können und so weiter. Also wirklich ein komplettes Gesamtpaket. Judith, Sie sind selber dabei. Sie, wie gesagt, Sie spielen mit. Sie singen auch quasi die Filmmusik, aber es fehlt irgendwie noch die Band, die die Filmmusik dann auch spielt. Richtig, die Bands fehlen. Und ja, es sollen sich auf jeden Fall deutschlandweit Bands bewerben. Und ja, der Gewinner, der darf dann mit Bernie Blanks und mir quasi auftreten. Also das ist, denke ich, sicherlich auch eine große Ehre, wenn man da als Band, muss man da irgendwie aus einer bestimmten Stilrichtung kommen oder sagen Nein, Sie erstmal das also ganz aus offen? Aus allen Stilrichtungen bewerben. Wir machen das zusammen mit unserem Partner UB2 und dort hat man die Möglichkeit, sein Lied online einzustellen und wir werden dort die entsprechend 5, 6 besten Bands uns aussuchen und werden dann ein Ausscheidungsbattle hier in Düsseldorf in Form eines Konzerts durchführen, wo Judith, Bernie und ich zusammen dann in der Jury sitzen werden. Und das Ganze kann man sich natürlich auch nochmal auf der Internetseite Wahrheit
Wahrheiten einer Sommernacht.de angucken. Da gibt es auch alle Informationen zum Film, zu dem ganzen Projekt, was man ersteigern kann. Auch den Link, denke ich, zu den Versteigerungen bei eBay selber. Und da sieht man auch mal, wer sie alles unterstützt. Denn natürlich sind Sponsoren für so ein Produkt, denke ich, auch sehr, sehr wichtig. Denn richtig, ohne die wird es wahrscheinlich nicht gehen. Nein, ohne die geht es nicht. Wir haben sehr viele Leute, die wirklich sagen, ja, wir sind kostenlos dabei, das ist die Manpower. Aber trotzdem braucht man immer noch ein bisschen Geld, um das eine oder andere finanzieren zu können. Also dementsprechend, wenn sich irgendjemand angesprochen fühlt, dieses Projekt noch zu unterstützen, einfach bei uns über die Internetseite melden. Wahrheiten-einer-Sommernacht.de. Judith Lefebvre, herzlichen Dank. Ich auch Ihnen, Christian Kleber, für den Besuch bei uns im Studio und weiterhin alles Gute für das Projekt. Danke.